Überall bekannt aus dem Osnabrücker Land. Die Unternehmen der Region werden präsentiert von der Vigos. So ein Eis, das schmeckt mir eigentlich zu jeder Jahreszeit. Besonders wenn die Waffel schön knusprig ist. Viele dieser Waffeln kommen hier bei uns aus dem Osnabrücker Land, von der Waffelfabrik Meyer zu Fenne, denn die ist einer der führenden Anbieter in Europa. Und wie genau so eine Waffel entsteht, das schauen wir uns jetzt mal an. So, ich bin hier jetzt im Waffelmuseum der Waffelfabrik Meyer zu Fenne. Ich bin verabredet mit Herrn Meyer zu Fenne. Er führt das Unternehmen in der dritten Generation bereits. Hallo. Hallo, herzlich willkommen. Vielleicht mögen Sie uns etwas erzählen, wie hat hier alles begonnen und wie ging es weiter? Ja, 1949 ist mein Großvater aus dem Krieg wieder hier gewesen und er war gelernter Bäcker. Aber hier in Fenne gab es schon einen Brötchen- und Brotbäcker. Meine Großmutter hat immer das Eis gemacht für die Schulkinder. Nebenan war die Grundschule. Und so kam die Idee, dass mein Großvater Eishörnchen gebacken hat, damit das Eis auch verpackt werden konnte. Und daraufhin hat er angefangen, diese Eishörnchen auch in Osnabrück an Firmen, die dort Eiscreme hergestellt haben, zu verkaufen. Dann ist das Ganze gewachsen und sehr erfolgreich geworden. Jetzt haben Sie ja Unmengen von Waffeleisen, vielleicht die meisten weltweit, ich weiß es nicht. Sind die alle in Ihrem Unternehmen genutzt worden? Nein, hier vorne im Waffelmuseum stellen wir die Geschichte des Eiswaffelbackens und des Waffelbackens überhaupt dar. Und vieles hat hier in Osnabrück und Münster auch seine Wurzeln, weil es gibt hier eine Tradition des Piepkokens und Neujahrskuchensbackens. Das wurde früher mit diesen Eisen hier bewerkstelligt. Dort wurde ein Teigklumpen eingelegt und dann wurde es in der offenen Flamme in einem Herd oder einem Feuer fertig gebacken. Gut, die Stückzahl war damals wahrscheinlich noch nicht ganz so groß. Heute sind Sie, glaube ich, bei rund 2 Milliarden Waffeln im Jahr. Wo steht Ihr Unternehmen heute? Wir haben mittlerweile hier in Fenne alleine über 150 Mitarbeiter und liefern an Eiscreme-Firmen bis nach Neuseeland. Und diese Firmen beliefern wir über Jahre hinweg. Wir sind nur der Lieferant für die Waffeln. Das muss ja ein unheimlicher logistischer Aufwand sein. Können wir uns das vielleicht mal in dem Unternehmen selbst anschauen? Natürlich, gerne. Gehen wir rüber in die Produktion, dann zeige ich es Ihnen. Ich habe jetzt ein Date in der Teigküche mit Herrn Riederer, dem Produktionsleiter hier vor Ort. Wir haben uns extra schön dafür gemacht, beziehungsweise war natürlich wieder ein Spaß. Das sind Hygienemaßnahmen, die wir hier erfüllen müssen. Herr Riederer, ich kenne es nur von zu Hause, Teig in Mixer rührt um, in Waffeleisen rein. Wie funktioniert das hier bei Ihnen? Im Prinzip genauso wie bei Ihnen, nur etwas viel, viel größer. Im Hintergrund sehen Sie Anlagen, wo wir den Teig machen. Hinter der Wand stehen große Silos, wo Rohstoffe drin sind wie Mehl. Die werden auf diese Anlagen transportiert und dort drin wird gerührt. Damit wir einen schönen gleichmäßigen, wir sagen einen schönen homogenen Teig erzielen. Und dort machen wir ungefähr 150 Kilogramm Teig auf einmal. Gibt es dort Besonderheiten? Haben Sie ein Geheimrezept? Geheimrezept gibt es nicht. Die Ausgangsrohstoffe, die können Sie in jedem Koch- oder Backbuch nachlesen. Ja, der Teig schmeckt ja eigentlich so auch schon immer sehr gut, aber so richtig klasse wird es ja erst, wenn die Waffel gebacken ist. Und deswegen schaue ich mir jetzt mal die Backstube an. Ich kenne es von zu Hause, da dauert es irgendwie 5 Minuten, bis die Waffeln fertig sind. Sie backen hier in der Maschine hinter uns 14.000 Waffeln pro Stunde. Wie ist das möglich? Die Backzeit beträgt zwischen 59 und 60 Sekunden nur. Und so sind halt dementsprechend viele fertig. Und wir backen die ganze Woche durch, stellen also nur zum Wochenende hin ab. Wahnsinn. Wie kommen Sie auf die unterschiedlichen Muster? Denn da muss ja wahrscheinlich jedes einzelne Produkt auch eine eigene Gravur, ein eigenes Muster haben. Genau, die Backplatten an sich sind graviert.
Das heißt, das Muster gibt die Backplatte vor, mit der man backt. Die Produkte gelangen fertig in der Aluminiumtüte zum Kunden hin. Und dort wird einfach nur noch Eis eingefüllt. Die Produkte landen am Ende bei den Discountern, bei den Supermärkten, auch an den Tankstellen. Und damit bei mir. Ich bedanke mich bei Ihnen. Ja, und ich habe jetzt hier bei den warmen Temperaturen richtig Hunger bekommen auf ein schönes Eis in der Waffel. Und das werde ich mir jetzt erstmal holen. Überall bekannt aus dem Osnabrücker Land. Die Unternehmen der Region wurden präsentiert von der Vigos.